Kopieren habe ich jetzt mit der Tastatur gemacht, könnt ihr aber, glaube ich, genauso hier machen. Genau, geht's auch. Und einfügen dann Search. natürlich. Ich habe jetzt das einfach kopiert, damit ich da nicht viel rumändern muss. Geht einfach wieder Doppelklick drauf, ändert euren Namen, den ihr gerade, also den ich gerade mache. Macht das jetzt auch wieder mit der Tastatur, das Ganze auswählen. Das könnt ihr natürlich alles mit der Maus machen. Ich mache das bloß immer so ein bisschen schneller. So, wie ist der? Nein, das W ist aber klein. Ach scheiße, da gibt es kein kleines W. Das finde ich jetzt schon ein bisschen blöd. Naja. Vielleicht kann man es ja erkennen. Egal. Weiter geht's. Dann WAITE. Oh, jetzt habe ich den Film ausgewählt, dann playt er danach nicht weiter. Ja, dann schätze ich mal, sind wir hier beim nächsten Pu oder? Wie ging denn das nochmal? Hier kann man noch auf Friends. Ja, Wenn ihr genau. euch wundert, dass das hier oben jetzt so verzerrt ist, das ist Genau, wird danach nicht schneller. mehr nach dem Nickname. Gespeicherten. Da ist bloß die Qualität runtergesetzt, damit ihr das überhaupt So, zweite da Puh, oben jetzt sehen kommt. könnt. Was? Keine Ahnung. Also. Gott, das konnte ich nicht lesen. Ja, genau. Machen wir wieder Steuerung V. Doppelklick. Steuerung A und. Nein. Kawana. Unterstrich. Ein bisschen zu weit rüber. Wieder nicht mehr auswählen, rüberziehen. Perfekt. Dann geht's weiter. Nicht mehr auswählen. Das ist ja ein komischer Puh-Name. Manche haben schon komische Namen, aber naja. Wenn du jetzt gerade dieses Video anschaust, den Puh, den ich jetzt gerade eingebe, ich finde den Namen komisch, freundlich gefunden, dann habe ich wohl. Ja, dann mache ich jetzt eine Stunde lang weiter. Dann müsste Dem nächsten. der nächste Puh kommen. Nickname, genau. Der ist Pink. Das ist jetzt Pink Pie oder Puh. Pie, nicht Paiu. Das ziehen wir dann auch wieder in die Mitte. Okay. Nicht mehr auf. So, hier bin ich wieder nach dem kurzen Absturz hier von allem drum und dran. Die SSD wurde voll und deswegen hat die Aufnahme beendet. Die ist immer noch sehr voll. Ich kann es mal kurz zeigen. 4,25 GB frei. Ich bin schon gerade am Ausrangieren. Ich tue gerade die Aufnahmen, die ich davor schon abgespeichert habe, auf die externe Festplatte kopieren. Das sind 17,7 GB. Fraps nimmt viel zu groß auf, finde ich, aber naja, muss man dann später kleiner rendern. Ja, ich habe dabei das ganze Zeug hier fertig gemacht, die ganzen anderen Pus. Ja, wollte ich jetzt euch nicht mehr alles zeigen, obwohl ich es gesagt habe. Ja, ich bin jetzt hier fertig und jetzt müssen wir es speichern bzw. produzieren, wie es hier bei diesem Programm heißt. Hier oben gibt es diesen Punkt Produzieren. Da geht ihr drauf oder gehe ich drauf. Dann gibt es hier diese verschiedenen Auswahlen, wie man abspeichern kann. Ich speichere es immer in MPG2, MPG2, ja, und dann in BD Full HD, also in 1920 auf 1080p. Das ist Full HD. Dann muss ich hier noch den Speicherort auswählen. Das werde ich jetzt auf der externen Festplatte. Klappt nicht. Ich kann mal, also ich habe ja zwei Bildschirme, ich kann mal kurz das vom anderen Bildschirm rüberziehen. Damit ihr hier mal seht, das ist jetzt der Ressourcenmonitor. Da seht ihr hier jetzt die externe Festplatte und das ist die SSD. Die SSD kopiert gerade rüber auf die externe und die externe ist dauerhaft voll ausgelastet. Also der blaue Strich hier sagt, was voll ausgelastet ist. Und der geht manchmal runter und dann geht es wieder voll hoch. Also darauf kann ich schon mal nicht speichern. Würde stundenlang dauern und muss ich es wohl auf die SSD speichern. Da muss das andere ein bisschen mehr Gas geben. Weil das hier speichert schnell. Im Gegensatz zum Windows Live Movie Maker
Kennt ihr vielleicht auch, habe ich am Anfang immer gearbeitet damit. Der braucht stundenlang, um das zu speichern. Also das ist ein bisschen sehr nervig. Deswegen mache ich es jetzt mit dem eigentlich, weil es schneller geht. Ja, hier müsst ihr natürlich noch PAL auswählen. PAL auswählen. Nicht NTSC. NTSC ist Amerika und so. PAL ist Deutsch. Hier steht Deutschland. Dann müsst ihr jetzt hier eben diesen Ding auswählen. Dann gehe ich jetzt hier auf die SSD. Dann benennt ihr das Video, wie es heißen soll. Ich nenne es jetzt in dem Fall 90 Let's Play Pooh 2 Android Querstrich geht nicht Apple iOS Review. Müsst ihr natürlich nicht so nennen wie ich jetzt, ist ja logisch. So könnt ihr das dann einfach nennen, so wird es dann einfach abgespeichert. Dann natürlich Deutsch HD. Also hier fehlen jetzt noch die Querstriche und die, also kann man keine Ausrufezeichen oder sowas reinmachen, keine Fragezeichen, keine Querstriche oder so, nur diese eckigen Klammern. Die setze ich dann immer der Stadt YouTube dazu. Jetzt geht ihr hier auf Speichern, das speichert noch nichts. Dann seht ihr jetzt hier eure Festplatte, wo ihr es drauf speichern wollt. Frei 23,7 GB, Benutzer 87,9 GB, verbleibend 7,4 GB, produziert 0 Byte. Hier steht ja die verfügbare Zeit, die verbleibende Zeit zeigt ihr natürlich noch nicht an. Dann geht ihr hier aufs Starten. Ihr könnt ihr das sonst verhaken, setzen 5.1 brauchen wir natürlich nicht. Vorschau während der Produktion aktivieren brauchen wir auch nicht. Dann seht ihr halt hier das Video, wie es abläuft. Das ist jetzt die Anzeige von dem Video, wie es anfangen würde, aber brauchen wir natürlich nicht. Dann gehen wir auf Starten, dann steht hier dort ein Wird produziert, ist die Anzeige natürlich weg. Ja, dann wird es jetzt hier abgespeichert, Film wird erstellt, 0%. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen länger, weil die SSD ja gerade sowieso was anders macht. Dann seht ihr hier schon mal die Anzeige, wie weit er noch machen muss. Dann seht ihr hier, bei welcher Minute bzw. Millisekunde ist. Sekunde. So viel ist insgesamt. Verfügbare Zeit, verbleibende Zeit 30 Minuten. 30 ungefähr. Also es dauert schon. Das andere, das Umwandeln, hat auch ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Also da müsst ihr schon was einplanen. Und verstrichene Zeit, 40 Sekunden jetzt in dem Fall. Ja, die SSD macht schon mal auf jeden Fall mehr. Ist schon mal gut, aber es sollte eigentlich bleiben. Also der schafft hier schon ein paar Megabyte pro Sekunde. Das ist schon nicht schlecht. Dann kann man hier zum Beispiel noch einen Haken setzen, dass der Computer sich ausschalten soll. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht, aber vielleicht braucht man es ja manchmal. Normalerweise lasse ich das immer über die Nacht speichern, aber da ich heute früh schon viel gezockt habe, muss ich das jetzt nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es fertig ist. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon 4% hinter uns und es läuft erst seit 1 Minute 20. Das ist schon recht schnell. Und ansonsten würde ich sagen, bis es fertig ist und dann geht es weiter mit dem Hochladen. Ciao. Hier bin ich wieder, logischerweise nach einer halben Stunde. Hier 30 Minuten 58 hat es genau gedauert. Jetzt sind wir eigentlich fast fertig mit diesem Programm hier. Wir müssen nur noch das Projekt speichern. Falls wir einen Fehler getan haben, Fehler gemacht haben, können wir das später wieder ändern. Deswegen speichere ich das Projekt auch immer ab. Dafür gehen wir natürlich wieder auf die Festplatte, wo wir es gerade abgespeichert haben. Geben den Anfangsbuchstaben ein, den wir davor eingegeben haben. Das war in dem Fall L groß. Dann sehen wir hier schon den Namen. Dann gehen wir da drauf, machen das MPG.MPG dahinter weg. Projekt. Müsst ihr jetzt natürlich nicht hinterschreiben, aber ich mache das halt immer. Projekt speichern. So. Jetzt seid ihr eigentlich fertig mit dem Programm. Ich leere mal noch schnell den Papierkorb. Brauchen wir nicht mehr. So. Dann haben wir jetzt hier unser Projekt gespeichert. Und hier unser Video, was wir jetzt gerade geschnitten haben. Und das sind die ganzen vorherigen, die AVI und die MOV-Dateien. Genau,
Das war es jetzt eigentlich schon mit dem Schneiden. Jetzt geht es dann an YouTube. Ich nutze den Browser Google Chrome. Ihr könnt natürlich jeden beliebigen Browser nehmen. Ja, dann geht ihr natürlich logischerweise auf YouTube. Meldet euch an hier oben. Ich bin jetzt schon angemeldet, weil ich immer angemeldet bin. Und dann geht ihr auf Video hochladen, logischerweise. Und dann zeige ich jetzt euch meine Weise und man kann es natürlich auf viele andere Weisen machen, aber will euch ja meine Weise zeigen. Ich mache natürlich immer geplant. Dann wähle ich mir diese Videodatei aus, öffnen und starte die jetzt hier. Dann schreibe ich jetzt noch den richtigen Namen rein, wie er richtig reingehört. Querstrich rein. Und hier könnten Bindestrich rein. Speichern und teilen. Let's Play Pooh. Zweites Let's Play Android, Apple, iOS. App Review Deutsch HD. Passt. Dann die Website steht schon drin. Dann machen wir jetzt mal hier geplant. Alle Videos kommen um 14 Uhr raus. Das habe ich jetzt heute hochgeladen. Das soll am Montag rauskommen. Am Montag? Ja, Montag. Ja, Montag passt. Dann hab ich hier schon Spiele ausgewählt. Hier schreibe ich normalerweise nichts rein. Geteilt auf Facebook und Google Plus. Dann habe ich das heute aufgenommen. Speichern und teilen. Dann geht es jetzt hier zur Beschreibung. Die speichere ich mir normalerweise ab. Die habe ich hier im YouTube-Ordner und Videobeschreibungen. P. Hier steht Pu. Und dann bla bla bla. Alle Rechte des Spiels Pu befinden sich. Und Zaki. Bla bla bla. So, die App kostet im App Store und ein bisschen. Und im Play Store ist sie kostenlos. Punkt. Datei speichern. Alles auswählen. Kopieren. Habe ich jetzt wieder mit der Tastatur gemacht. Nicht wundern. Dann zwei Striche runter und einfügen. Perfekt, haben wir schon mal den Text. Dann geht es jetzt hier unten weiter. iOS Software, Android Software. Dann Let's mal. Let's Play. Falls ihr nicht wisst, was das ist, wenn ihr oben in YouTube was eingibt, durch diese ganzen Sachen könnt ihr das finden, das Video. Da gebe ich normalerweise immer die wichtigsten Sachen ein, die eigentlich auch im Titel stehen, aber das wird halt nur durch das gesucht. HD, dann Android, Apple habe ich eigentlich schon geschrieben. Review. Teilen. Dann kommt jetzt ein benutzerdefiniertes Thumbnail. Ja, das werde ich wahrscheinlich zuerst später hochladen. Weil ich zuerst hier mit dem Handy, ich bin jetzt gerade dran, könnt ihr jetzt nicht sehen. Screenshots machen werde, wie. Oder nee, ich habe ja einen Screenshot schon gemacht. Ja, dann werde ich mal die SD-Karte kurz rausholen. Ich könnte mal schön den Ton hören. Ich den Akkudeckel abmache, die SD-Karte rausklickse, die Speicherkarte aus dem Laptop. Jetzt ganz nah die Speicherkarte in den Adapter reinschiebe. Klack, hat's gemacht. Jetzt in den Laptop rein, in den PC rein und dann ist sie hier. Genau, da öffnen wir ein neues Fenster. Dann gehen wir hier auf die 32 GB SDHC. Dann gehen wir auf DCIM, Camera. Und dann ist da nichts drin, weil es unter Bilder. Nein, keine Ahnung, wo wird denn das abgespeichert? Ach scheiße, wahrscheinlich nicht da drauf. Okay, dann schließe ich das Fenster wieder, weil ich die Speicherkarte nochmal kurz. Also ich habe das Bild wahrscheinlich, also die Screenshots werden wahrscheinlich auf dem direkten Gerät gespeichert, deswegen muss ich das mal kurz zoomen und rüber kopieren. Und es schreibt mir gerade die ganze Zeit jemand was auf Skype, egal. Genau, dann gehen wir in eigene Dateien. Dann eigene Bilder. In Kamera rein. Und dann mal schauen. Da war es schon mal nicht.
Mal schauen, ob es hier drin ist. Irgendwo, vielleicht in DCEM nochmal. Kamera. Nein. Muss es doch einen Ordner Screenshots geben, bestimmt, oder? Habe ich da recht? Nein, gibt's nicht. Mist. Speichert denn die Screenshots ab? Da Pu. Ja, ich habe es gefunden, es ist unter Pu-Ordner. Okay. Verschieben auf externe SD-Karte. Hierher verschieben. So, verschoben. Jetzt die SD-Karte wieder rausklicksen. Ich hoffe, wir hören überhaupt das Klicksen und das Reinstecken von der SD-Karte. So, jetzt erkennt er sie wieder. Bling. Genau. Und jetzt ist hier das Bild. Dann machen wir gleich ausschneiden. Geht ja wieder nicht. Jetzt. Jetzt macht es gleich Bumm. Bumm hat es gemacht. Das waren die Lautsprecher. Das ist ein PNG-Bild. Das kann, glaube ich, YouTube nicht erkennen. Naja. Dann fügen wir das hier ein. So, jetzt kann ich es mal kurz zeigen. Bing. Das ist das Bild, was ich gemacht habe. Ich schätze mal, das werde ich jetzt auch reinstellen. Das Bild. Fühlst du dich geehrt, wer dieser Bruder ist da so? Naja, genau. Dann geht ihr hier auf Benutzer definierte Thumbnail. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr YouTube-Partner seid. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Müsst ihr halt irgendwie schauen in den Einstellungen. Oder wenn ihr 1000 Videoaufrufe habt. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ansonsten kommen hier ja noch diese drei Thumbnails, aber ich mache es jetzt natürlich so. Ja, genau. Das Foto gefällt mir noch nicht. Das muss auf jeden Fall noch geändert werden. Es kann sein, dass ich. Oder. Ich mache, glaube ich, noch ein Video, wo ich dieses Bild mache. Damit ihr das auch mal seht, wie ich sowas bearbeite. Aber jetzt lasse ich mal das Bild drin. Das mache ich jetzt dann auch noch heute. Noch, ja. Dann haben wir jetzt eigentlich schon alle Einstellungen hier gemacht, die es hier zu machen gibt. Das Video lädt jetzt natürlich hoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Nein, wir sehen uns nicht gleich wieder. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich das Bild bearbeite. Das wird allerdings ein neues Video sein, wo ich dann später das erst anzeige. Hochlade. Genau. Bis dann, schaut euch das andere Video auch noch an. Das wird euch auch noch interessieren, dieses Bild hier, wie ich das bearbeite. Ich werde jetzt dann noch gleich einen anderen Screenshot machen, den ich dann auch noch auf die externe SD-Karte kopieren werde und dann auch noch zusammenfügen werde und dann noch Let's Play Pooh 2 reinschreiben, bla bla bla, irgendwelche anderen Sachen halt, die mir noch so einfallen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liked dieses Video. Und ansonsten, was ich halt immer so sage, schaut auf den verschiedenen Sachen halt vorbei. Facebook, Website, mein Kanal natürlich. Abonniert mich, wenn es euch mega gut gefallen hat, wenn euch meine Videos gefallen. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.